Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Hot Sky, basierend auf dem Modpack. Ups, ist ein bisschen laut. Basierend auf dem Modpack Sky Factory. Ich dachte mal, ich fange mal wieder was im Singleplayer an, nachdem so viele Server nicht mehr gehen oder wollen. Und dann dachte ich mal, wir machen mal wieder ein paar Folgen auf YouTube und nicht nur stundenlange Livestreams. Wo war denn? Ach hier. So, bin ja froh, dass Minecraft überhaupt wieder geht. So, den Musikton haben wir leiser gemacht. Und dann fangen wir an mit dem Wichtigsten. Wir brauchen ein Seed. Ihr kennt ja, ich spiele regelmäßig Skyblock Modpacks. Also, dass man eigentlich. Kriege ich kein Seed? Bitte gib mir einen Seed. Hurra, wir haben ein Seed bekommen. Das ist das Wichtigste gerade. So, jetzt warte. Das heißt, wir haben unten nur einen einzigen Block. Wir müssen Bäume pflanzen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weiterkommen. Und erstellen uns eine wundervolle Skyblock-Welt. Es wird dann in mehreren Folgen kommen. Vielleicht wird es auch mal Livestreams geben. Das weiß ich noch nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, welche Mods da drauf sind. Also, lassen wir uns alle zusammen überraschen. So, die müssen wir jetzt mal versuchen, ganz weit nach unten zu setzen, genau dahin. So, dass da keine Monster drauf spawnen können. Jetzt ist das Table eigentlich im Weg. Aber gut. Sagen wir natürlich dann gleich noch einen schöneren Platz. Ich versuche die Folgen übrigens nicht allzu lange zu halten. Vorgenommen habe ich mir immer so eine halbe Stunde. Ich werde vielleicht auch ein bisschen offscreen spielen, sodass das langweilige 7 und so ein Mist einfach nicht mitkriegt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich schneiden werde. Bisher, ich bin eigentlich ein Verfechter vom Schneiden. Wir werden sehen, ne? Also, so. Wie gesagt, das ist so der Anfangsteil. Man pflanzt einen Baum, man holt sich Holz. Gucken im Nachhinein, ob die Musik zu laut ist. Oder ob die zu jäht. Da werden wir aber gar kein Seed. Um weiterzukommen, gerade. So, den haben wir jetzt. Ja, das erste, was wir machen werden, ist die Plattform vergrößern, damit wir hier nicht mehr so rumstolzen ziehen müssen. Wollte schon sagen, der fällt jetzt runter. Ja, damit wir halt auch keine Angst haben müssen. So, ein bisschen rumgetürkt. Und dann die Plattform, wie gesagt, vergrößert ein bisschen.
gesagt, wir müssen eine Welt aus dem Nichts erschaffen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Dasselbe machen wir hier. Hier auch auf 4. Und wie gesagt, falls ihr gerne zu Hause an eurem heimischen Rechner auch spielen wollt, Sky Factory 3, Minecraft 1.10, Punkt 2, glaube ich, war das. Oh. Ups, die habe ich falsch gesetzt. Der Baum ist dann auch schon gewachsen. Wundervoll. Ja, ich bin übrigens auch ein bisschen verschnupft. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon über die Bühne. Bühne. Vorgenommen halt mir, dass das immer sonnabends kommt. Und dass ich maximal 3 Folgen vorproduzieren möchte. Jo. Vielleicht kommt es auch mal außer der Reihe öfter. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall werden die Folgen rein theoretisch gesehen einigermaßen up to date sein. Ihr könnt natürlich Tipps und Kommentare in den Kommentaren hinterlassen. Ne, ich bin für alles offen. Ich lese natürlich auch jeden Kommentar. So, dann denke ich mal, haben wir schon mal eine schöne Plattform geschaffen. Wir könnten jetzt hier mal weitergehen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Ups. Machen wir eine 5er Reihe. So, das heißt, wir würden hier eine neue Erdfläche bauen. Die immer so 5-6 auseinander sind, die Bäume. Müssen ja noch ein paar pflanzen, ja. So, vom nächsten Holz ist ja klar, was wir uns da bauen werden. Ein paar Barrels. Um Erde zu bekommen. So, ich muss erstmal hier die Tür zu machen. Ja. So, wie gesagt, dann haben wir das soweit erstmal. Können wir 2 Bäumchen hinstellen. Wir brauchen jetzt nur Holz für Barrels. Und dann haben wir schon fast den ersten Anfang geschafft. So, jetzt darf es gerne mal regnen. Haben wir 3 Barrels. Wie können wir denn hier hinstellen? Das Wichtigste ist nur, dass wir hier... Wir müssen doch noch was drunter packen.
versuchen mal, ob wir nicht erstmal eine Korb oder Korb bauen können. Weil wir müssen uns den Sieb bauen. Um nachher an Ressourcen zu kommen. Und da wurde es schon nachts. Jetzt bauen wir die so oder so gerade nichts. Dafür sollte ich ja mit den Haarstoff gesorgt haben. Dass sie nichts bauen kann. Aber eine Kerze können wir schon aufstellen. Damit wir hier nicht allzu dunkel besitzen, Dunkelheit besitzen. Ich habe Angst im Dunkeln. So, da war auch schon ein Würmchen. Das heißt, wir können auch gerne einen Baum vergiften. Was ich schon weiß, ist, man kann sich hier keine Holzscheren machen. In dem Modpack. Das heißt, mit Scheren so müssen wir warten, bis wir... Ja. An Eisen gekommen sind. Aber es sollte schnell gehen. So, da können wir auch schon die erste Erde machen. So, jetzt setzen wir mal vorsichtshalber gleich eben hier hin. Und dann schmeißen wir den Rest hier einfach hin. Dafür, dass der wieder wächst. So, können wir eigentlich auch kaputt machen. Eigentlich. Gleich sollten wir die erste Erde haben, dass wir dort den nächsten Baum pflanzen können. Zeig doch. So, jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt 6. Das ist denn. Weil wir werden gleich dafür sorgen, dass wir noch mehr machen können. Wäre denn die Nummer 6? Umso größer die Plattform, umso mehr können wir pflanzen. So, hier genauso. 1, 2, 3. Einmal drumherum. Ja, wir brauchen noch ein paar Haarslabs, aber gut.
Da ehrlich der Himmel. Überlege gerade, in welchem Modpack ich den schon mal so gesehen habe. Aber ich glaube, das war Project Ozon. Ich finde den so geil. So, das heißt, wir haben jetzt genug Platz, um weitere Bäume dort zu züchten. So, jetzt haben wir mal dafür, dass wir hier weiterkommen. Ach ne, wir müssen erst die Blätter wegnehmen, die brauchen wir. Ups. Na gut, wir haben 7 Setzlinge. Da ist es jetzt gerade mal nicht so schlimm. Wenn Sie aber aufpassen müssen, ist, dass wir jetzt nicht in die Löcher fallen, wo momentan noch nichts ist. Zwei, drei, vier. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal Holz wegnehmen, dann können wir uns eine große bauen. Dann geht es natürlich ein bisschen schneller. Mit viel Glück kriegen wir nämlich auch mehr raus. Und wir können dann hoffentlich mehr entsaften. Also, was heißt entsaften? Zur Erde verarbeiten, ne? So, damit könnten wir gleich wieder ein paar Sachen anführen, zur Erde verarbeiten. Und die Sonne geht auch schon auf. Mein Glück war der voll. Wenn ich den jetzt da auch noch reingeschmissen hätte, wäre doof gewesen. Also sollte ich mal aufpassen, dass ich das nicht so leichtsinnig mache. So, das ist auch fast fertig. Das geht sehr rotig. So, damit hätten wir schon den Grundstein gesetzt. Machen wir den nächsten Grundstein. Wir machen uns ein paar Kisten. Okay, ein paar ist ein bisschen falsch gesehen gerade. Ja, doch ein paar. Nein, nein, wir machen uns gleich 3. Ja. So, und die setzen wir mal hier auch irgendwo hin erstmal. Alle drin hauen, dort wir gerade nicht brauchen, für den Fall, dass wir noch mal runterfallen sollten. Was wir nicht hoffen. So.
gebe uns Holz und Seeds. 4 Seeds wäre gut. Mir wäre natürlich besser. Wie auf Ansage. Okay, sind ein paar mehr geworden. Gut so. Wir können, glaube ich, kein Holz kompostieren, ne? Globig zumindest. Aber gut, wir sind jetzt im Vorsprung. Ja, reicht nicht. So, ein bisschen Türken. Der kommt auch noch. So, und jetzt können wir mal richtig durch. Nur probieren. Ja. Das führen wir hier auch noch gleich. Und satt Erde. Ja, mit 4 Bäumen haben wir auch schon echt einen Vorsprung. So, schnell alle weggesneakt hier. Boah, der Schnupfen, der nervt gerade. Aber gut, wenn man sich was vorgenommen hat, dann sollte man es auch durchziehen, ob man schnupfen hat oder nicht. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das teilen und euren Freunden zeigen und liken natürlich auch gerne. Übrigens auf, wir sollten darüber einen Schutz bauen, weil wenn es regnet, haben wir hier echt big Problem. So, haben wir erstmal hier. Damit hätten wir nämlich jetzt die Möglichkeit, auch erstmal zu schützen und bis hier hinten hin Burrow zu bauen. Jetzt bräuchten wir die 7, ne? Die wir noch nicht haben. Hier drin gibt es einen schicken Stick. Also, einen schicken Modpack. So, jetzt machen wir das auf der Schnelle noch ein paar Bowls. Und dann
brauchen nämlich welche, die Sand machen, und wir brauchen welche, die nachher Wasser fassen, wenn es regnet. So, die Wasser fassen stellen wir jetzt hier hinten hin. Da kann es gerne regnen und dann haben wir auch unser Wasser. Die Dinger kommen ja nachher noch weg. Dann können wir hier gleich wieder hinstellen. Und die hier reinschmeißen. Ja, eigentlich gibt es ein Questbook übrigens. Ich habe mir dazu entschlossen, das ohne Questbook zu machen. Ich finde soweit. Ist auch voll. So, jetzt können wir nämlich hier hinten auf der Schnelle unsere ersten Siebe machen. Oder dafür sorgen, dass hier die ersten Siebe kommen werden. Und stecken die Bäume, die Dinger hier an. In dem Fall. So, der haben wir auch. Das sind denn die gesunden Bäume? So, Leute. Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir sehen uns dann zum zweiten Teil. In der Zeit sind die Bäume fertig. Und jo. Alles klar. Ich wünsche euch, je nachdem, was ihr seht, einen schönen Tag, schönen Abend. Bye bye, ciao, ciao, ich bin raus.